Wo sind eigentlich meine Karotten? Keine Ahnung. Warum wird das Haus immer größer? Ich muss los. Hallo und willkommen aus dem Wunderland. Das ist Alice, ich bin der Hubenmacher und das ist der Hase. Genau. Und wir haben hier eine schöne Picknickdecke für euch und zeigen euch heute feinste Picknickrezepte. Außerdem machen wir auch noch ein leckeres Zitronendessert. Ich möchte jetzt anfangen. Ja, wir haben nämlich keine Zeit. So sieht's aus. Hier. Und es ist C-Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. So, los geht's. Keine Zeit, keine Zeit. Okay, Leute, wir haben wirklich keine Zeit. Wir sitzen hier draußen im schummrigen Licht. Was guckt ihr mich so an? Du bist unser Gast hier. Ja, eben. Du kriegst hier diesen Zitronenkuchen. Wir haben uns natürlich was Einfaches ausgedacht, weil wir sind draußen. Wir haben schon Snacks und wir wollen jetzt endlich essen. Du kriegst den Kuchen, Alice. Du bekommst was zum Basteln, das passt ja. Beschäftige dich mal so lange, Kind. Und ich bekomme was zum Kippen. Ah, Fondant. Ja. Hase, du bringst hier jetzt einen Stress in meine Teeparty rein. Wo ist denn mein Tee? Ich habe jetzt den Tisch eingeladen, damit wir hier in Ruhe unsere Teeparty genießen können. Wo ist denn mein Tee? Der Tee ist weg. Ja, siehst du? Und es ist 11:55. Schlägt gleich 13 hier. Ich kann die Uhr nicht lesen. Das ist natürlich schlecht. Weil wir keine Zeit mehr haben, wie der Hase schon gesagt hat, haben wir unsere Aufgaben ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Ich werde das aus dem Kuchen hier einfach kleine Ringe aufschneiden. Und du, Felix? Hase? Hase. Felix der Hase. Ja, das ist korrekt. Siehst du? Ich mache natürlich eine schöne Creme, weil was wäre ein Zitronendessert ohne Creme? Ich bin auch gründlicher Vortester und muss gucken, ob das gut ist. Und? Vergiftet. Ich weiß nicht, sag du mal. Kommt der von der Roten Königin? Ich weiß es nicht. Ja. Ab mit dem Kopf, das war mein Kuchen. Müssen wir mal probieren. Manchmal muss man im Leben einfach Mut haben, was Verrücktes zu machen, Felix. Hase. Das stimmt, Kuchen einfach so zu essen. So ist es. Ey, und wenn man immer nur das macht, woran sich keiner stört, hat man nichts zu tun im Leben. So. Ich zaubere mal aus meinem Hasenloch. Hasenbau. Hasenbau. Wer ist euer Lieblingscharakter? Ich. Du bist selber? Ich bin ich. Hubmacher einfach toll. Hutmacher gut, ja. Ja. Ich finde die dauerstonte Raupe am besten. Oh ja. Das verstehe ich. Die Raupe auch gut. Die lebt einfach ihr Leben. Ja, Team Grinsekatze natürlich. Ja, verstehe ich. Das, ja, weil du im echten Leben nie grinst, nur im Wunderland. Das hier sage ich ganz einfach. Ich kippe das jetzt hier einfach in verschiedene Mengen zusammen. Alle Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dort ist auch ein Link zu einer Playlist. Und dort sind allerfeinste Picknickrezepte. Könnt ihr aber auch hier oben klicken, weil hier stehen ja schon leckere Sachen. So. 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 So, Mascarpone, rein. Das muss ja nach was schmecken. So, wenn die Königin nicht guckt, da kann man dann ja auch reingeben. Ab mit dem Kopf! Meine Mascarpone-Creme geklaut! Okay, aber hattet ihr dann auch, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt, dass ihr dachtet, geil, welchen Pilz muss ich essen, um riesengroß zu werden? Ja. Ich fand den Film am ersten Mal richtig scheiße. Was? Ich war so, was ist das denn hier für ein Trip? Aber welcher jetzt? Welcher war dein erster? Der erste war mit Johnny Depp. Ah, die Realverfilmung. Hä, was? Das war dein erster? Ja, ja, voll. Und, aber jetzt ist es echt einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Mhm. Immer noch der mit Johnny Depp? Ja. Aber du hast den Zeichentrick irgendwann gesehen? Ich habe ihn angefangen mal. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht geschafft. Was sagt ihr denn da draußen? Was ist der beste Alice im Wunderland-Film? So, eine wichtige Sache, ne? Wir sind ja gerade draußen in der freien Natur, nehmt euren Müll immer mit, ja? Ich tue den hier nur an die Seite und später packen wir den ein, ja? Yes. Der Zitronenkuchen kommt jetzt in ein Glas rein. Ich habe leider auch Wurstfinger. Ich bin nicht so gut in dieser Aufgabe, aber hey. Wie funktioniert das dann mit dem Hüte machen? Das ist Magic, Hase. Das genau. Und ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Wisst ihr, warum der Hutmacher verrückt ist? Das ist doch bestimmt wieder so ein, weil er irgendwas eingeatmet hat. Das ist doch von einem Berufszweig von damals. Ja, ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt. Kann es sein? Vielleicht, aber es gab viele frühere Berufe, wo die... wo die Leute verrückt geworden sind. Das stimmt, weil früher war im Klebstoff für Hüte war Ammoniak drin. Und die haben den ganzen Tag den Ammoniak eingeatmet. Und deswegen waren die alle ein bisschen gaga. Ich bin verrückt. Ich glaube, du bist verrückt, meine Liebe. Ich glaube, wir sind alle verrückt hier. Hey, ich bin ein ganz normaler Hase mit Zeitdruck. Und Zuckerdruck. Zuckerdruck. So, die Creme besteht übrigens aus Mascarpone, Joghurt, Zucker und Zitronenabrieb. Ganz einfach, ganz köstlich. Aber wenn du so ein Head bist, Melissa, so ein Alice-Head, oder Nico auch für dich, war das für euch inspirierend, den zu gucken in eurem Werdegang, dass ihr gesagt habt, ja, da sind Dinge drin, die finde ich so gut, bezaubernd, dass das mich in meinem Leben geformt hat?
Das Ding ist, Alice im Wunderland ist ja eine riesige Inspiration für die Lolita-Community, also alle, die diese Art von Kleidung tragen. Deswegen ist sie so die Stilikone, die historische Stilikone neben Marie Antoinette. Ja, wirklich. Neben Marie Antoinette ist es immer das Go-To für jegliche Prints, Designs. Und natürlich gibt es auch 1000 Interpretationen von ihrem Kleid, von der ursprünglichen Illustration in dem Buch, die fälschlicherweise nicht Carol gemacht hat, sondern jemand anders. Hm. Und deswegen würde ich schon sagen, Alice im Wunderland hat mich schon krass geprägt, auf jeden Fall in meiner Ästhetik. Mich absolut gar nicht. Ich finde aber die Ästhetik wahnsinnig schön und ich gucke sie einfach gerne an. Also ich würde für mich jetzt sagen, dass der Film so keinen prägenden Eindruck auf mich hinterlassen hat, aber fantasievolle Geschichten, und da gehört die ja auch natürlich dazu, die kommen ja immer wieder hinzu. Und das finde ich ist halt irgendwie schön im Leben, diese fantastischen Geschichten mitzunehmen und was man sich dann selber davon mitnehmen kann. Voll. So, ich rühre hier weiter. Uns interessiert natürlich auch brennend, wenn wir solche großen Verkleidungsvideos und Set-Videos machen, ob euch das Ganze gefällt und welches Set wir noch so anstreben sollen für eine Party. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil offensichtlicherweise ist der Hutmacher hier, weil Nico sich das ganz besonders gewünscht hat. Nächstes Mal Avatar. Da bin ich raus, ich bin so raus. Wie kannst du alleine hier drehen? Einfach unter Wasser drehen. Klar. Nee, du sitzt dann alleine hier blau und ich zünd den Wald hinter dir an. Dann hast du Avatar. Ich mal jetzt hier mal noch die Zeit auf die Uhren. Aber wehe, wir sind zu spät. Hutmacher. Ja. Hier, Creme kannst du verteilen, ist feinst angerührt. Creme verteilen ist meine Lieblingsaufgabe im Leben. Genau, weil jetzt schichten wir hier die Gleich Geschichte. Nach Tee trinken. Das ist mir klar. So, ich habe jetzt die Cookies aufgemacht, denn hier kommt noch eine Schicht Kekse drauf und dann wieder Creme und dann Kuchen und die Uhr. Das ist mega easy, das kann man auch draußen einfach zusammenbringen. Ja. Oh, ein Keks. So, lass den jetzt fallen, ja? In meinen Mund, bitte. Ist das dein Mund? I wish. Dann eine Kuchenschicht drauf. Ja. Ich drücke mal ein bisschen hier, ne, so. Ja, jetzt sieht man ja gar nichts mehr vom Keks. Sieht man gar nicht den Keks, der muss ein bisschen weiter nach außen. Ich setze ihm gerade den Hut auf. Ich hoffe, deine Kunden kriegen nicht so den Hut aufgesetzt, wie du den da drauf setzt. So immer so. Das Teil, dann passt schon. Dann passt, der wächst da rein. Hä, das ist Teil des Spiels. Das ist ein das ist Teil, Spiel. Das ist Teil der, wie sagt man, des Services. Ein bisschen Creme. Leute, was sind denn eure Lieblingszitate aus Alice im Wunderland? Meins ist ja, would you like an adventure now or shall we drink tea first? Oh. Das ist sogar mein WhatsApp-Status. Okay, vielleicht noch viel Glück zum Nichtgeburtstag, weil ich das so witzig finde. Ja, das ist stimmt. Das ist für dich? Für dich! TikTok, TikTok, fertig! Oh. Wow, TikTok, TikTok und das sogar richtig in der Zeit. Wie süß die alle geworden sind. Oh. So, wenn ihr das Ganze daheim macht und nicht draußen seid, dann bitte gerne ein bisschen kalt stellen. Dann setzt sich das Ganze noch und wird fest. Wir sind aber draußen. Ihr seid draußen, weil ihr es draußen gemacht habt. Und wir picknicken. Deswegen kann man gleich essen und picknicken. Ich bin bereit für den Tea Time. Ja, yay. Snacks. Wo ist mein Tee? Happy Schneller. Happy Birthday. Schneller. Ich feiere das gerade sehr alles. Na schön, ich feiere, dass wir sehr, sehr viele Snacks hier vor uns haben. Wir haben nicht nur unser frisches Zitronendessert, wir haben hier die Canapés aus Beauty and the Beast, wir haben hier Mac and Cheese Burritos, wir haben Smashed Potato Salad, wir haben noch mehr Canapés, wir haben einen No-Bake Blaubeerkuchen. Alles für dich, Alice. Und alles Rezepte, die ihr hier auf Yum.com findet. Und jetzt findet so ein Canapé seinen Weg in meinen Mund. Dann Stößchen. Du bist so ein verrückter Hutmacher, du. Cheers. 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 Ich will Kartoffelsalat. Naja, wir werden jetzt fleißig picknicken hier und Snacks genießen. Und ihr solltet das auch tun. Schnappt eure Picknickdecken. Schnappt euch feinste Rezepte für Picknick-Snacks. Und dann viel Spaß draußen. Oder im Wunderland oder wo auch immer ihr picknickt. Lecker geworden. Ja? Ja. Zitronendessert, mit Kartoffelsalat, not bad. Oh, das ist lecker. Ganz ehrlich, so könnte ich jeden Tag picknicken. Aha. Du müsstest es öfter machen auf jeden Fall. Safe. Ja, und so trifft sich auch Melissa draußen. Das stimmt. So komme ich auch mal raus. Ja.
Was sind denn eure liebsten Picknick-Snacks? Und sollen wir vielleicht beim nächsten Mal Mitternachtspicknick machen? Oh, was? Finde ich auch süß. Ja, schreibt uns das gerne. Und wir sehen uns dann dort. Bis dann. Tschüss.